Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Noch mit einem kleinen, schnellen, kurzen Video. Ich bin gleich online live im Livestream. Und zwar wird gemunkelt, dass PvP heute kommen soll. 3. Dezember. Ja, das ist schon öfters passiert, dass wir live waren und dann kam Adventure Sync auf einmal, dann kam Trading, dann kam das mit den Freundschaften. Also, das ist schon gut möglich. Lasst es euch nicht entgehen und schaut vorbei. Aber heute mit einem kurzen Video über Meltan und die Meltan Box. Ich hole sie mir immer donnerstags, glaube ich, mittwochs. Mittwoch hole ich mir immer eine Box. Einmal die Woche kann man sich eine Box holen. Video blende ich hier nochmal ein, wie ich die Box hole. Ganz einfach mit der Switch auf nach Fuxania City. Handy mit der Switch verbinden. Ein Pokémon vom Handy von Pokémon Go auf die Switch übertragen, auf Let's Go. Und dann kriegt ihr die Box. Ist ganz einfach. Wie gesagt, Box kann man einmal die Woche erhalten. Und darin sollten 10 Meltan drin sein. Jetzt gibt es viele Berichte, viele Unklarheiten. Wieso nicht immer 10 drin sind. Manche haben 7 nur bekommen, manche 9, manche 8. Es gibt sogar manche, die haben gar keine bekommen. Für dieses Problem habe ich keine Lösung. Ich weiß nicht, wieso irgendjemand 0 bekommen hat, aber ich weiß, es wurde herausgefunden, wieso 9 oder 7 oder 8 und nicht immer 10, obwohl es 10 sein sollten. Der Grund ist, dass es nicht so wie Rauch funktioniert, weil Rauch, okay, vergessen wir das mit dem Gehen, weil je mehr man geht, desto besser ist der Rauch, desto mehr Sachen spawnen. Und bei der Box muss man halt nicht gehen, da spawnt es kontinuierlich, da kommen einfach die Meltan raus. Die Sache ist jetzt so, bei Rauch ist es zum Beispiel jetzt so, da kommt alle 5 Minuten ein Rauch-Pokémon, wenn man sich nicht bewegt. Wie ich zum Beispiel in den Streams. Schaut's vorbei. Egal was ist, alle 5 Minuten, okay? Bei der Meltan-Box ist es halt so, 10 Stück sollten rauskommen, 30 Minuten hält die an, also alle 3 Minuten. Aber es ist nicht alle 3 Minuten, sondern 3 Minuten nachdem du Meltan gefangen hast, kommt das nächste Meltan. Das heißt, wenn du dir immer Zeit lässt oder zu lange brauchst oder es dauert bis es spawnt oder so oder zu lange Zeit zum Fangen brauchst oder, keine Ahnung, nicht immer sofort draufklickst oder so, dann kriegst du eben nicht diese vollen 10 Meltan. Ja, falls ihr euch gefragt habt, wieso nicht 10, sondern nur 9 oder sogar nur 7, das ist der Grund. Nicht alle 3 Minuten kommt ein Meltan, sondern 3 Minuten nachdem ihr Meltan gefangen habt, kommt das nächste Meltan. Aha! Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Nur kurze Info für euch und wie gesagt, wir sind gleich noch live. Schaut vorbei, aber ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.